Hi, ich bin's, die Lana. Für die Landesinitiative Frauen in MINT-Berufen interviewe ich junge Frauen in verschiedenen Unternehmen. Heute lerne ich Caroline kennen. Sie ist Auszubildende im Bereich Mechatronik bei der Lab-Gruppe in Stuttgart. Ich freue mich schon auf das, was sie mir heute über ihre Ausbildung erzählen wird. Was genau machst du als Mechatronikerin? Ich mache Instandhaltungsaufgaben. Das bedeutet, wenn an einer Maschine ein Fehler auftaucht, dann versuchen wir den zu beheben. Wir machen da mechanische oder elektrische Reparaturen oder wenn am Schaltschrank ein Fehler auftaucht, dass wir da den Fehler beheben. Ja, das sind so meine Hauptaufgaben als Mechatronikerin. Erzähl doch mal von einem Beispiel aus deinem Alltag hier. Für meine Abschlussprüfung, da habe ich ein eigenes Projekt entwickelt, bei dem mithilfe von einer Kamera Bauteile gemessen werden. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich da meine eigenen Ideen mit einbringen konnte. Warum hast du dich jetzt gerade für den Bereich Mechatronik entschieden? Ich habe viele Praktika im technischen Bereich gemacht, zum Beispiel als technische Zeichnerin oder als Fahrzeuginnenausstatterin. Und das eine war nur Theorie und das andere war nur Praxis. Und hier habe ich einfach beides und deshalb gefällt mir das so. Wie fördert LAB konkret Frauen im Unternehmen? Bei LAB gibt es viele Frauen in Führungspositionen und vor allem wurde die Firma auch von einer Frau gegründet. Mhm. Gerade beim Girls Day haben junge Mädchen die Chance, mal in den Betrieb reinzuschnuppern. Und ich sehe einfach, dass das Unternehmen Frauen fördert. Du bist ja bald fertig mit deiner Ausbildung. Wie geht es danach für dich weiter? Nach meiner Ausbildung werde ich in der Schwestergesellschaft LAB Systems GmbH in der technischen Arbeitsvorbereitung übernommen. Aber man hat auch ganz viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man einen Techniker in der Fachrichtung Automatisierungstechnik machen oder den Meister oder einen Fachwirt. Also man muss nicht zwingend nach der Ausbildung noch in der Werkstatt bleiben, sondern man kann auch sich weiterbilden und später mal andere Tätigkeiten machen. Welche Tipps hast du für andere Mädchen, die gerade auf der Suche nach der richtigen Ausbildung im MINT-Bereich sind? Anderen Mädchen würde ich raten, ein Praktikum im technischen Bereich zu machen oder auf Messen zu gehen und dort mit anderen Mädchen zu sprechen, die schon einen technischen Beruf erlernt haben. Oder am Girls Day teilnehmen, da bekommt man gute Einblicke in Firmen und man kann auch den Beruf besser kennenlernen und weiß auch, was man dann da macht. Und vor allem keine falsche Scheu und sich einfach trauen. Vielen Dank, Caroline, dass du heute so viel über deine Ausbildung erzählt hast. Ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, was du den ganzen Tag als Mechatronikerin machst. So, der Tag mit Caroline war echt super spannend. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt auch ein besseres Bild davon machen, wie vielfältig MINT-Berufe sind.